Haku Metall, Herbst 2024. Was wird vorkommen? Darüber spekulieren wir in diesem Video. Heute habe ich unseren Cheftrainer für Haku Metall im Gespräch. Tobi, grüß dich. Ja, hi. Wir wollen heute mal ein bisschen quatschen über Haku Metall. Hier haben wir schon das schöne Tabellenbuch Metall vom Europa Verlag stehen. Da werden wir nachher mal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht vorweg zu diesem Video. All das, was wir jetzt von uns geben, ist eine reine Annahme, eine reine Spekulation. Natürlich wissen wir nicht, was in der Prüfung vorkommt. Hast du wahrscheinlich in anderen Videos schon gehört und bist wahrscheinlich schon genervt. Aber man muss es leider vorher mal sagen. Aber in der Vergangenheit lagen wir doch ganz gut, oder? So von den einzelnen Punkten her, in der Tat. Man konnte sich gut und zielgenau mehr oder weniger so auf die Prüfung vorbereiten. Dass jetzt nicht eins zu eins alles so drankommt, wie wir euch hier erzählen werden, ist natürlich irgendwo auch logisch. Wenn wir wüssten, wie die Prüfung jetzt schon aussieht, könnten wir natürlich sehr gut davon profitieren. Dann machen wir aber nicht. Eine Eins bei uns. Eine Eins haben sie nicht, aber wir haben eine gute Bestehensquote. Jo, Haku Metall, wir werden mal die Pareto-Analyse einblenden. Wir fangen mal mit Technik an, nachher gehen wir in Orga. Wir schauen uns mal an, was in der Technik so alles vorkommt. Und Tobi, du siehst hier an erster Position Personalführung und Entwicklung. Jetzt gibt es ja zwei Prüfungstage. Erster Prüfungstag ist Situationsaufgabe 1, die Technikprüfung. Zweiter Tag Situationsaufgabe 2, die Orga-Prüfung. So, was fällt auf? Erster Punkt bei Technik, Personalführung, Entwicklung und fast immer da. Genau, also ist halt gut erkennbar, ne? Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen zurückgehen, die letzten 6 Prüfungen überall irgendwie Personalführung, Personalentwicklung. Jetzt könnte man spekulieren, worauf kommt es an. Da ist aber auch wieder so die Thematik, einfach mal so mit einem gesunden Verstand durch die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft mal gehen, gucken, wie verläuft das Ganze. Wir befinden uns einfach in einer Zeit, wo alles immer digitaler wird, wo eben auch Remote Work und so große Thema ist. Jetzt spekulieren wir mal ganz einfach, irgendeine Frage zur Führung der Mitarbeiter, zur Entwicklung der Mitarbeiter, vielleicht irgendwie die Remote-Arbeiten, Führen von digitalen Gruppen, solche Thematiken, die da groß im Raum stehen, die auch immer wieder mal Thema werden. Genau. Auch Personalentwicklung, was mir so einfällt, also klassische Fragen sind, Sie sind Industriemeister in der Industrie GmbH, so heißt es hier oft bei der IHK, und Sie wollen einen Meistervertreter einstellen bzw. benennen. Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie einen Vertreter für Ihre eigene Position benötigen? Ne? Also Thema Entwicklung. Ja, klassische Methoden, was gibt es da so? Quali-Matrix, also Qualifikationsmatrix? Ja, genau, dann halt Assessment Center, genau, Mitarbeitergespräche, so die Thematiken, die da vorwiegend so auftreten. Ganz allgemein, wenn wir jetzt mal auch so darüber reden, nach welchen Kompetenzen wählen Sie den Mitarbeiter aus? Ne? Das ist eigentlich so, AIVO, so, ne? AIVO, also man geht da so tief wieder zurück, spricht im Laufe seiner Meisterausbildung so oft über diese Thematiken, Schlüsselqualifikationen, Handlungskompetenz, ne? Allumfassend, genau diese Punkte sind dann da irgendwo relevant. Das haben unsere Kunden sogar letztens im Unterricht gesagt. Gab es mal eine Einheit, da waren sie ein bisschen genervt. So, ey, jetzt reden wir ja schon wieder über das Thema. Ja, weil es in der AIVO vorkam, weil es in der BQ vorkam, in der HAKU vorkam. Und wenn es halt wirklich super wichtig, prüfungsrelevant ist, dann, so machen wir es ja, so machst du es ja auch, dann wird es halt nochmal wiederholt, weil es halt wirklich wichtig für die Prüfung ist. Also Personalführung und Entwicklung ist es wie bei allen anderen Industriemeisterfachrichtungen, ist wirklich ein wichtiges Thema. Dann gehen wir mal so richtig rein in das Thema Antriebs- und Wärmeleistung, so haben wir das bei uns genannt. Und wir sehen hier, da gab es eine Prüfung mit 41 Punkten. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht eine Aufgabe gewesen sein, sondern wahrscheinlich sind das 2 Aufgaben. Was steckt denn so dahinter, Tobi, Antriebs- und Wärmeleistung? Thema Antriebs- und Wärmeleistung. Ne? Also da kommen dann so klassische Fragen. Sie wollen ein Werkstück bearbeiten, haben 3 Maschinen zur Auswahl mit der und der Antriebsleistung. Hat man 3 verschiedene Leistungen vorgegeben. Dann berechnen wir eben Schnittkräfte, dann berechnen wir die Antriebsleistung allgemein unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades. So im Grunde genommen basierend auf klassischen NTG-Unterricht. Ja, da definitiv. Sind wir in der Basisqualifikation ganz tief auch wieder mit vertreten. Und ja, dann nehmen wir uns unser Tabellenbuch,
gehen in den Bereich der Fertigungstechnik und schauen mal, was wir dazu finden. Ja, da haben wir seitenweise Informationen, die uns da einfach zur Verfügung gestellt werden. Und an der Stelle sei halt einfach mal wieder auch der Hinweis, den ich unseren Kunden natürlich auch so nahezu in jeder Unterrichtseinheit gebe, seht zu, dass ihr mit den Informationsmaterialien, die ihr in der Prüfung auch benutzen dürft, dass ihr damit umgehen könnt. Ja, das bringt euch nichts, wenn ihr 5 Tabellenbücher dabei habt, oder 3 sind es ja dann, die ihr mitnehmen dürft, wenn ihr mit keinem von diesen 3 Büchern auch vernünftig arbeiten könnt. Oh Mann, ey, das war bei uns damals, beim Sepp und bei mir, ist ja schon länger her, 2010 angefangen, 11 die BKU, 2012 die HKU geschrieben. Du durftest damals noch mit einer Schubkarre voll Tabellenbücher in die Prüfung. Mann. Wir empfehlen das von Europa Lehrmittel, das blaue hier. Das ist unsere absolute Empfehlung. Das ist aus unserer Sicht das beste Tabellenbuch am Markt. Wohl wissend, dass es auch andere gibt, die wahrscheinlich auch ganz in Ordnung sind. Ja, wie du schon sagst, aber es macht Sinn, so mit einem so richtig gut umgehen zu können. Da gibt es noch ein zweites, was ich jetzt schon öfter gehört habe, aber ich muss gestehen, ich habe nie reingeguckt. Christiani. Was weißt du sozusagen? Also tatsächlich berichten einige Kunden, dass sie sich da zusätzlich noch dazu organisiert haben auf eigene Faust. In der Tat habe ich meine Prüfung in dem Zusammenhang auch rein mit dem Europa Verlag gemacht und ja, bin dadurch jetzt nicht irgendwie benachteiligt gewesen. Eher im Gegenteil, umso öfter man halt mit einem Buch wirklich zielgerichtet arbeitet und weiß, wo finde ich welche Informationen, desto besser ist man dann auch aufgestellt. Ja, ich weiß nicht jetzt. Ich glaube, das hier kostet um die 30 Euro, um 28 Euro, 30 Euro, 32, irgendwie so um den Dreh rum wird es kosten. Christiani, keine Ahnung, was kostet. Wenn du jetzt jemand bist, es gibt ja Menschen, die sagen, ah, ich will auf Nummer sicher gehen, ich will wirklich die komplette Literatur. Hol dir das Christiani, vergleich dir mal, ob du da ergänzende Infos hast. Aber wir wollen jetzt ja kein Video über Tabellenbücher machen, sondern nur der Hinweis von Tobi, ey, da steht so viel drin in diesem Ding, gerade für Antriebs- und Wärmeleistung, brutal gut. Tobi, weiter geht's. Kräfteberechnung, da sehen wir eine riesen Lücke. War mal da, war mal nicht da. Aber Kräfteberechnung ist auch wieder klassisches NTG, oder? Kräfteberechnung, ganz klar, klassisches NTG. Da haben wir wieder so diesen Punkt, ne? Die Summe der rechtsdrehenden Momente ist gleich die Summe der linksdrehenden Momente. Ist so der wichtigste Punkt, den man an der Stelle vielleicht irgendwie im Hinterkopf behalten sollte. Wie setzt sich mal so eine Gewichtskraft zusammen? Auch das wieder mal Informationen, die man rein in dem im Tabellenbuch findet. Zur Not habt ihr halt eben dann auch noch die IHK-Formelsammlung, wenn ihr die noch besser beherrscht, aus der BKU jetzt zum Beispiel. Genau, die darf man ja auch noch benutzen. Greift darauf zurück. Und ja, wichtig, wie setzen sich Kräfte zusammen? Wie wirkt das ganze Thematiken, Drehmoment, Hebelgesetze? All das fällt so in diesen Bereich. Wie gesagt, NTG vorrangig, gerade im Bereich der Technik, begegnet es uns immer wieder. Die Mathematik muss sitzen, Geometrie muss sitzen, ist da ein Thema, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, warum. Und ja, Kräfte immer wieder wichtig. Ja, also Kräfteberechnung, Leute. Dann ein Thema, was ich immer wieder sage, was ihr wirklich drauf haben müsst, was oft vorkommt. Hauptnutzungszeit, kommt das auch in Orga vor? Das sehen wir ja gleich, aber weißt du, was aus dem Kopf kommt? Ja, dahingehend könnte man tatsächlich sagen, ist so. Ich gehe schon mal spinzen, ihr seht das noch nicht, aber ich gehe schon mal gucken, ob das auch da vorkommt. Weniger tatsächlich, also dass man ja, sich jetzt in der Orga vor. Ist tatsächlich aber möglich. Gerade wenn man so, also aus meiner Erfahrung heraus, wenn man sich mal so ein bisschen durch die vergangenen Prüfungen durchblättert, fällt immer mehr auf, so diese Transferdenken. Ne? Da ist so ein ganz großer Punkt. Und man macht jetzt eher weniger, also rein von meinem Gefühl her, so diese klare Trennung, das ist heute Technik, morgen ist Orga, sondern findet immer mehr so auch eine Vermischung des Ganzen statt, um eben einfach ja, den Meister an der Stelle zu fordern und sein Wissen abzufragen im Bereich des operativen Tagesgeschäftes. Also da sind wir ja einfach dahingehend unterwegs. Der muss sowohl mal irgendwo aus der Betriebswirtschaft eine Thematik lösen können, als auch aus der Technik. Ne? Und da heißt es nicht, Chef, heute ist Dienstag, heute sprechen wir mal über Technik, morgen ist Mittwoch, da können wir dann mal gerne über die Zahlen reden. Nee, das ist allumfassend immer wieder Thema. Definitiv. Und Hauptnutzungszeit, ich weiß, da ist immer das Geheule, beziehungsweise letzte Prüfung war extrem. Es kam wieder Hauptnutzungszeit vor und diesmal war das was Brennschneiden? Es ging tatsächlich ums Thema Brennschneiden und genau da sind wir nämlich an dem Punkt, wo ich gerade sagte, Geometrie.
Letzten Endes sind wir, muss ich jetzt leider sagen, wieder bei NTG, Geschwindigkeitsberechnung. V ist S durch T. Mhm. So, was ist jetzt, also was hat das Ganze mit der Hauptnutzungszeit zu tun? Wir haben in irgendeiner Form eine Geschwindigkeit, sei es unsere Schnittgeschwindigkeit, sei es unsere, in der letzten hieß es Brenngeschwindigkeit irgendwie, ne, den Vorschub, den wir da dann wählen, weil wir berechnen einen Vorschubweg. Dann haben wir eine Geschwindigkeit und wir haben den Weg. Ja, jetzt haben wir gesagt, V ist S durch T, stellen das Ganze um, können die Zeit ermitteln, wenn wir eine Geschwindigkeit und einen Weg haben. Und schon wissen wir, wie lange unser Brenner, unser Fräser, unser Drehmeißel, was auch immer, unsere Schleifscheibe irgendwie im Eingriff ist. Ja. Aber was ich eben sagen wollte, ich wollte das ausreden lassen, aber das Hauptthema Hauptnutzungszeit kommt so oft vor, so oft. Und das ist halt nicht immer dieses klassische Drehen, Bohren, Fräsen, sondern auch mal Brennschneiden. Aber ihr seid, oder ihr wollt Industriemeister Metall werden, HQ Metall, Technikprüfung. Natürlich geht es da um Hauptnutzungszeit. Und jetzt machen wir die Überleitung zum nächsten Thema, Fertigungsverfahren. Gestern noch einen Kunden am Telefon gehabt, der sagte, ja, dann kam da irgendwas mit, nicht Robotik, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, irgendwie was ganz Neues. Wie soll man sich die ganzen Fertigungsverfahren merken? Stehen hier Fertigungsverfahren drin? Definitiv stehen da Fertigungsverfahren drin. Wir sind da im Bereich der additiven Fertigung, der subtraktiven Fertigung. Also einmal geben wir irgendwo was dazu, da sind wir vielleicht dann hier beim 3D-Druck irgendwo auch in dem Bereich schon unterwegs. Subtraktiv, klar, so die klassischen zersparenden Verfahren, ne, wo wir irgendwo was abtragen. Aber auch die findet ihr natürlich in eurem Tabellenbuch. Und wenn ihr wisst, wo, ist euch ungemein geholfen. Genau. Also Fertigungsverfahren, Hauptnutzungszeit sind eigentlich so Themen, die ja fast immer da sind. Auch wenn sie jetzt hier ein bisschen lückenhaft dargestellt sind, es sind auf jeden Fall Themen, die ihr für die HQ-Technik beherrschen solltet. Ne? Ihr müsst jetzt nicht der Profi von jedem Verfahren sein. Das heißt, je nachdem, was du beruflich machst, bist du vielleicht beruflich Zersparner und arbeitest an der CNC-Drehmaschine. Bist dann Profi im Drehen. Ne? Das kann ja sein, dass du jetzt keinen 3D-Druck bei dir in der Firma hast. Aber beschäftige dich mit Fertigungsverfahren. Also ist ein wichtiges Thema. Dann kommen wir zum Thema betriebschen Kostenwesen. Das ist ja quasi wie Orga. Da steckt jetzt sehr viel drin, von Gemeinkosten, Zuschlagsrechnung, Plankostenrechnung und so weiter. Also ganz viel. Bleiben wir mal bei Technik. Pneumatik, Hydraulik. Hier sieht man doch in den letzten Jahren häufiger kam das vor. Ein guter Trend, ne? So die letzten 5 Prüfungen irgendwie immer was dabei. Von 16 bis 9 Punkten reicht tatsächlich alles gut aus. Was muss man wissen? Strömungsgeschwindigkeit, ja, wie rechnet man den Druck aus? P gleich F durch A, die Formel NTG. Auch wieder NTG. Wir kommen immer wieder darauf zurück, ihr seht's. Und ja, wieder der Hinweis, guckt ins Tabellenbuch, lernt einfach mit diesem Ding zu arbeiten. Da stehen alle Inhalte, die ihr dafür braucht. Ob das irgendwelche Angaben zu Sinnbildern für Ventile sind beispielsweise. Ja, wie ist das Ganze aufgebaut? Selbst dieser Graphset steht da drin. Wenn ihr tatsächlich mal eine Abfolge bestimmter pneumatischen oder hydraulischen Abläufe da auflisten sollt, ja, Tabellenbuch, gucken, wie sieht das Ganze aus. Wenn man sich schon vorbereitet, dann passt's. Muss man auch Schaltungen analysieren? Das ist bei den Elektrikern ja, aber müssen ja auch so Pneumatik-Schaltungen? So im Bereich Pneumatik hat man meistens Schaltungen irgendwie vorgegeben. Dann gibt es so ein paar Bedingungen, an die das Ganze geknüpft ist. Ja, und dann letzten Endes ist es mehr oder weniger eine Abfolge dessen, wie strömt die Luft, was passiert. Fährt der Kolben ein, fährt er aus? Welches Ventil muss betätigt sein? Und wenn man das Ganze beschreiben kann, wenn man sich da im Vorfeld wirklich mal mit befasst, ist das nicht so viel tatsächlich? Welches Ventil schaltet wann? Wie sind so die Schaltstellungen? Aber auch da wieder Tabellenbuch und los. Ja, sehr gut. Pneumatik, Hydraulik. Planung, Steuerung, Kommunikation. Jo, das ist sehr selten dran generell. Montage, Demontageplan. Sehen wir eine riesen Lücke. Ich erinnere mich, dass das früher voll oft da war. Jetzt könnte man tatsächlich sagen, wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit, ja. Aber es ist eigentlich easy, oder? Du hast ja eine Zeichnung, eine Skizze und dann hast du eine Stückliste und dann sollst du einfach nur sagen, welche Teile würdest du in welcher Reihenfolge demontieren beziehungsweise ein Teil substituieren, austauschen und dann wieder montieren, oder? Das ist ja genau, das ist halt immer so dieser gleiche Ablauf. Dafür muss man eben wissen, wie sieht denn so eine Zeichnung überhaupt aus? Jetzt kommt da dann auch irgendwo noch vielleicht Zeichnungen ergänzen.
haben wir hier tatsächlich ganz weit unten mit in dem Bereich, aber gehört irgendwo zusammen. Ja? Montage, Demontageplan, dafür muss man halt auch mit Zeichnungen arbeiten können. Da ist der Bereich technische Kommunikation hoch im Kurs, ne? Wenn man da weiß, okay, ist das Sinnbild für diese und diese Zeichnungsangabe, Toleranzangaben, Tabellenbuch. Da fällt mir gerade wieder was ein. Ne? Achtung bei dem Lesen von IHK-Aufgaben. Wir haben bei uns sogenannte Power Rooms. Das sind Räume, wo unsere Kunden sich 24/7 jederzeit treffen können mit anderen Kunden, ne? Also Lerngruppen. Das heißt, digitales Lernen heißt nicht, dass man einsam ist, die haben Lerngruppen. Und dann wurden wir von unseren Kunden gefragt, ey, wir sind gerade hier im Power Room 3, keine Ahnung, kann mal einer gerade dazukommen. Da waren die Haku Metaller. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Prüfungsfrage. Hör gut zu. Das war eine Skizze. Die Bohrung, die 16 mm Bohrung hat eine Rautiefe von 6,3 μ oder so, Komma, alle anderen 25, haben eine Rautiefe von 25 μ. Also, ich wiederhole nochmal. Die Bohrung, 16... Die Oberfläche der Bohrung tatsächlich war es, genau. Die Oberfläche der Bohrung hat eine Rautiefe von 6,3, Komma, alle anderen 25. Und die Jungs haben gesucht und gesucht und haben damit gemeint, und es gab mehrere Bohrungen. Die sagten, okay, die 16 mm Bohrung, Oberfläche, hat 6,3 und alle anderen Bohrungen haben 25. Das war der Haken. Die IHK meinte nämlich was ganz anderes. Die eine Bohrung hat 6,3 und alle anderen Oberflächen, da hat das Wort Oberflächen oder Bohrung gefehlt, haben dann eine andere Rautiefe. Was will ich damit sagen? Also vielleicht für dich jetzt schwierig nachzuvollziehen, weil du jetzt die Aufgabe nicht vor dir siehst, aber bitte lest ganz genau, wie es die Aufgabenstellung ist. Voll die Stolperfalle. Ja, genau. Und da hilft halt einfach auch, sich dann wirklich mal mit alten Prüfungen hinzusetzen, alte Aufgaben da zu diesen Themen einfach mal wirklich Schritt für Schritt durchzulesen, zu analysieren, was ist denn gefragt, was wollen die jetzt von mir? Und dann einfach drauf losarbeiten und gucken, wie weit man kommt. Genau. Schauen wir nochmal auf die Pareto-Analyse. Dann haben wir so QM, Arbeitssicherheit, Werkstoffe ist nochmal interessant. Das kann auch ein Thema. Werkstoffe wieder Tabellenbuch Metall. Ne? Hier steht alles drin über Werkstoffe. Ansonsten, wenn wir uns die Pareto-Analyse anschauen, ist die ja nicht so schön kompakt wie in der BQ, zum Beispiel MIKP, das ist ja das kompakteste Fach. Was würdest du sagen aus deiner Sichtweise, jetzt mal rein auf Technikthemen bezogen, jetzt kein Personal oder Orga, rein auf Technik, was ist wichtig für die Prüfung? Was müssen die sich auf jeden Fall anschauen? Wichtig generell, also wieder ganz allgemein, hatten wir jetzt schon öfter erwähnt, nochmal alles so aus dem Bereich NTG. Ja, Kräfte, Geschwindigkeitsberechnung, weil damit legt ihr euch ja die Basis für alle anderen Beurteilungen und für alle anderen Aufgaben. Dann der Umgang mit dem Tabellenbuch. Jetzt hatten wir hier gerade diesen Punkt, wo war es? Ich habe es wieder weggemacht, Fertigungsverfahren. Fertigungsverfahren, genau. Wir sind jetzt einfach in einer Welt, wo wir versuchen, weniger wegzuschmeißen, sondern einfach die Ressourcen effektiver zu nutzen. Dann gehen wir vielleicht, was ist langlebiger, was nicht. Jeder Zweite hat mittlerweile irgendwie einen Carbonfahrer zu Hause stehen. Faserverbundwerkstoffe, immer mehr am Kommen. Da kommt ja das Geheule wieder, ey, wir sind doch keine Industriemeister Kunststoff, wir machen nur Metall. Ja, aber auch sowas wird tatsächlich gefragt. Da geht es dann einfach um eine Maschinenabdeckung vielleicht. Ne? Wenn wir da irgendwo eine Drehmaschine haben, soll da eine schöne Abdeckung mal oder so bauen. Welchen Werkstoff nehmen wir? Du musst irgendeinen Riemen besorgen und sollst dann sagen, aus welchen Werkstoffkomponenten wird dieser Faserverbundwerkstoff zusammengesetzt. Dahingehend Tabellenbuch, dann muss man unterscheiden können, was ist zäh, was ist spröde, was ist sprödhart. Also so diese Angaben zu den einzelnen Werkstoffen, Zugfestigkeit, Streckgrenze, das sind so Punkte. Das ist ja schon wieder der absolute Basics aus der Berufsausbildung. Ne? Wann ist ein Werkstoff zäh, wann ist er spröde, Zugfestigkeit, RM, Streckgrenze, RE, absolute Basics aus der Berufsausbildung. Genau, und da, ja, wenn man die Unterlagen zum Teil noch zu Hause hat, bedient euch daran, gerade auch in der Vorbereitung. Also um das Ganze eventuell nochmal aufzufrischen. Ja, jetzt ist so der ein oder andere dabei als Quereinsteiger, der bringt die notwendige Berufserfahrung mit. Aber besorgt euch vielleicht dahingehend einfach noch ein bisschen mehr Materialien, um eben an diese Berufsausbildung so ein Stück weit anknüpfen zu können. Ne? Das ist halt so der Punkt. Genau. Wir wechseln mal zum Thema Orga für den zweiten Prüfungstag. Was wird da so kommen? Und wir sehen hier, ich blende Sie ein,
An Platz 1 Personalentwicklung. Eben hatten wir Personalführung, Personalentwicklung. Jetzt haben wir Personalentwicklung. Wen wundert's? Kommt relativ häufig vor. Und dann gehen wir schon in die ganzen Orga-Themen rein. Hier Kostenvergleichsrechnung. Ne? Da sollst du vielleicht zwei Verfahren miteinander vergleichen oder zwei Angebote vergleichen. Ja, der Industriemeister Metall, klassisches Beispiel. Es kommt immer häufiger an Maschine so und so zu irgendwelchen Ausfällen und Reparatureinsätzen. Vergleichen Sie, ob sich die Reparatur lohnt oder ob sich die Neuanschaffung einer Maschine in dem Zusammenhang vielleicht rentiert. Mhm. Dann aber klassisch, ne, in dem Sinne, irgendwo gehen wir wieder so trotzdem wieder zurück in die BQ, ermitteln der kritischen Menge. Ja. Ja, sind wir an dem Bereich, variable Kosten werden so ein bisschen miteinander verglichen. Und dann gucken wir einfach, was am Ende für uns die günstigste Alternative ist. Reparieren wir das Ding jetzt oder nicht? Mhm. Sehr gut. Kapazitätspersonalbedarf kennt man aus der BQ. Aber was hier jetzt neu ist, ist das Thema Fertigungsplanung. Tobi, was können wir denn uns unter Fertigungsplanung vorstellen? Ja, zum Thema Fertigungsplanung geht es dann halt Aufgaben, die mir jetzt spontan so dazu einfallen würden. Erstellen Sie eine Fertigungsplanung für das Fräsen eines irgendwas Gehäusedeckels, wie auch immer man die nennt. Und dann gehst du eben Schritt für Schritt vor, da geht es dann um die Werkzeugauswahl, da geht es dann darum, Schnittgeschwindigkeiten auch zu ermitteln anhand des Werkstoffes, den wir uns da gewählt haben. Werkzeug, dann haben wir da jetzt irgendwie einen Fräser aus HSS, haben wir da Hartmetall, mittlerweile noch andere Materialien. Ne? Aber ist in dem Fertigungsplan auch so richtig drin mit Werkstock einspannen und so? Also wirklich jeder Schritt? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Weil da sind wir ja dann bei der Arbeitsplanung wieder. Aha. Da sind wir so ein Stück intensiver. Und tatsächlich ein Beispiel für die Fertigungsplanung, auch das finden wir im Bereich Fertigungstechnik in unserem Tabellenbuch. Ist da ein Muster drin? Da gibt es tatsächlich ein Muster, wie das Ganze abläuft. Kann man sich gut dran orientieren. Schau rein. Und dann geht's. Sehr cool. Maschinenstundensatzrechnung kennst du aus der BQ, aus BWH, auch easy. Instandhaltung, da kenne ich zum Beispiel diese ganzen Grundbegriffe. Instandhaltung, was gehört da rein? Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Optimierung. Ne? Was gibt es da noch so für Fragen außer der Theorie? Instandhaltung tatsächlich würde mir jetzt gerade einfallen. Vorbeugende Instandhaltung. Strategien, ne? Der ganze Bereich TPM. Ne? Und immer mehr im Trend, müssen wir jetzt natürlich, können wir nicht einfach so runterspielen, das ganze Thema KI-gesteuerte Instandhaltung. Künstliche Intelligenz, extrem auf dem Vormarsch. Warum sollte die IHK jetzt nicht auf diesen Zug aufspringen und das Thema fragen? Was macht die KI in dem Zusammenhang über verschiedene Sensoriken und Aktoren, die wir da so mit einbringen? Wird das Ganze direkt ausgewertet und deine KI übernimmt für dich im Grunde genommen schon die Planung der Instandhaltungseinsätze, um eben Stillstandszeiten irgendwo zu verringern, Kosten niedrig zu halten und eine hohe Qualität und Anlagenverfügbarkeit irgendwo bereitzustellen. Und da müssen wir halt darauf auch vermehrt eingehen. Bedeutet für euch, das wäre dann die zustandsorientierte Instandhaltung, ne? Also noch, Tobi hat recht, aber noch gibt es die KI-Strategie nicht, aber das ist damit gekoppelt, ja, passt. Ja, Arbeitssicherheit, auch das ist wieder bei jeder Fachrichtung, egal welche du machst, super wichtig. Personalführung auch wieder dabei, Pneumatik, Hydraulik, guck mal an, ist wieder dabei, KVP, SQM. Und dann kommt Gefahrstoffe. Gefahrstoffe gehört so ein bisschen auch zum Thema Arbeitssicherheit. So, ich gehe ein bisschen zügiger durch hier, ganz bewusst. Kräfteberechnung ist wieder eine Wiederholung, das hatten wir eben schon mal bei der Technik gehabt. Ja. Und das ist schon so der große Block, den wir hier so haben. Also was fällt auf? Du solltest für den zweiten Prüfungstag auf jeden Fall fit sein im betrieblichen Kostenwesen beziehungsweise in BWH aus der BQ. Wenn du dich in BWH schon schwer getan hast, dann wird es in der HQ auch doof für dich, egal welche Fachrichtung du machst. Also BWH, Maschinenstundensatz, Personalbedarfsberechnung, Deckungsbeitrag ist auch ein Thema, genau, sieht man auch hier, Deckungsbeitrag, differenzierende Zuschlagskalkulation sind auf jeden Fall Themen, die du wirklich beherrschen musst. Was in der HQ auffällt, ist, dass die aber auch Themen sehr stark verheiraten. Plankastenrechnung habe ich eben nicht erwähnt. Aber die verheiraten Themen, das heißt, du hast früher vielleicht sowas gehabt wie einen Maschinenstundensatz, einfach nur,
Und jetzt hast du auf einmal, wo du aber fix und variable Kosten dann da identifizieren musst. Durchaus geht ja noch weiter, ne? Dann hast du deinen Maschinenstundensatz, dann werden die Kosten irgendwo in fix und variabel geteilt und dann machst du daraus eine Plankostenrechnung. Also die bauen halt extrem aufeinander auf und man muss halt die Grundprinzipien dieser gesamten Aufgaben irgendwo erstmal verstanden haben. Deshalb BWH einfach. Also wer in der BQ schon extreme Probleme hatte, dem wird es jetzt vielleicht nicht gerade leicht fallen, in die HQ zu gehen. Aber ihr wisst halt, worauf es ankommt und könnt dort jetzt anknüpfen. Obwohl, ich habe die Behauptung, ich bin Metaller. Ich habe die Behauptung, ich würde es schaffen, Industriemeister Elektrotechnik zu werden, ohne irgendeine Ahnung von Elektrotechnik zu haben. Nur anhand solcher Pareto-Analysen. Das heißt, was musst du beherrschen? Orga. Da musst du fit sein. Personal, Arbeitssicherheit. Da musst du fit sein. Wenn du das kannst, dann gibt es von diesen ganzen Technikaufgaben, du darfst jetzt nicht gar nichts wissen, das geht nicht. Aber wenn du so ein, zwei Themen dir rauspickst, die regelmäßig vorkommen und die übst du, also bei Elektrotechnik wäre es bei mir SPS, würde ich machen, bin ich mir sicher, ich würde das schaffen. Und das gleiche Prinzip gilt ja auch hier. Das heißt, selbst wenn du ein Quereinsteiger bist und du arbeitest jetzt nicht jeden Tag an der CNC, Fräsmaschine, Drehmaschine, wie auch immer, schau dir auf jeden Fall die Orga-Themen an. Super wichtig. Personal, Arbeitssicherheit, alles wichtig. Und dann such dir hier so ein paar Themen an wie NTG, Kräfteberechnung, Hauptnutzungszeit, Fertigungsverfahren. Und dann solltest du zumindest mal gut über die 50 Punkte kommen. Jo, Tobi, das ist soweit erstmal mit Technik und Orga. Hast du noch irgendeine Ergänzung? Was ist irgendwie noch ein Tipp? Nö, tatsächlich nicht. Also ich kann mich wiederholen. Da sind wir wieder beim Arbeiten mit dem Tabellenbuch. Also diese alle Hilfsmittel, die ihr in irgendeiner Form nutzen könnt, sei es irgendein Gesetzestext, sei es das Tabellenbuch, selbst euer Taschenrechner, wenn ihr den mitnehmt. Wenn ihr den einfach nicht bedienen könnt, dann liegt das nicht am Taschenrechner. Ja, also wenn ihr nicht schwimmen könnt, ist selten die Badehose daran schuld, sondern ganz allein ihr selbst. Bereitet euch einfach darauf vor, mit diesen Dingern auch zielgerichtet arbeiten zu können. Guckt, wo steht was, um dann halt auch schnell und vernünftig in der Prüfung darauf zurückgreifen zu können. Aber ich glaube, das Ding darf man nicht benutzen. Nee, dieses kleine Buch ist tatsächlich nicht herausgenommen, aber alles andere funktioniert. Und die haben ja die kleine blaue, diese hellblaue, weißblaue von der IHK, ne? Genau. Aber hier 300 Seiten Informationen, die man für sich nutzen kann, wenn man eben weiß, wo steht. Und dann passt's. Genau. So. Wenige Tage, Wochen bis zur Prüfung. Wir wünschen euch viel, viel Erfolg bei der Prüfung. Nerven behalten, schaut euch nochmal das Video an, pausiert nochmal Pareto, Technik und Orga und dann Vollgas bis zur Prüfung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.